Die Grundidee, warum wir heute nach München fahren, ist, Frau Aigner war ja von unserem Bürgermeister eingeladen worden zur Eröffnung des zentralen Busbahnhofs nach Viechtach. Und Frau Aigner hat keine Zeit. Es ist ja auch verständlich, als Ministerin hat man vieles, vieles zu tun. Und da war bei mir dann so die Idee, oder bei uns im Verein die Idee entstanden, wenn die Frau Aigner nicht zu uns kommt, fahren wir zur Frau Aigner. Wichtig für uns ist, dass wir deutlich machen, dass für uns in der Region der Bahnbetrieb wichtig und entscheidend ist. Natürlich gibt es dieses Tausender-Kriterium, aber es gibt auch noch andere Gründe und die möchten wir eben auch vortragen, warum das für uns wichtig und wirtschaftlich ist. Die Begründung mit den 1000 Fahrgastkilometern steht im Raum, aber wenn man vergleichbare Strecken, die jetzt betrieben werden, anschaut, dann erreichen das die wenigsten. Ja, wir haben also recherchieren lassen oder wir haben erfahren, dass es 37 Strecken gibt, die diese Anzahl bei weitem nicht erreichen. Wir haben eine Petition gestartet am 16. 17. Mai, dass wir also den Dauerbetrieb, dass Frau Aigner sich für einen Dauerbetrieb einsetzen soll. Frau Aigner hat ja in der Zwischenzeit schon einen Dreijahresbetrieb zugestimmt, was sicherlich eine gute Sache ist. 3 Jahre Probebetrieb bedeutet aber auch nur Probebetrieb und das ist ein Hinderungsgrund, zum Beispiel für Investitionen. Für mich ist das natürlich eine wunderbare Angelegenheit, eine Premiere, dass die Waldbahn im Bahnhof München einfährt. Und vielleicht ist das auch ein Symbol, die Verbindung Viechtach-München, dass wir hier den ÖPNV so gestalten, dass wir von Viechtach aus locker mal nach München fahren können. Ja, wenn wir die Strecke bei uns erhalten können, umso besser. Ein tolles Symbol.